Hi Leute, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Ich habe gesehen, dass in letzter Zeit viele von meinen Niederlande-Videos relativ viele Klicks bekommen und auch relativ viele Kommentare von Niederländern bekommen, was ich so eigentlich nicht erwartet hatte. Und ich dachte, dass ich ein paar Videos zum Thema mache, was jetzt eigentlich so anders ist, wenn man so täglich in den Niederlanden lebt oder studiert. So aus meiner Perspektive, was zum Beispiel in Deutschland besser war, was hier besser ist, was vielleicht einfach anders ist. Und ich dachte, da vielleicht viele von euch sich für ein Studium in den Niederlanden entschieden haben oder gerade dabei sind, dass ich mal ein Video zu einem der wichtigsten Themen mache, die damit zusammenhängen, nämlich das Thema Studiengebühren. Wenn ihr in Deutschland vielleicht euren Bachelor gemacht habt, dann wisst ihr ja, dass man nicht an sich Studiengebühren bezahlt, sondern dass es einen Semesterbeitrag gibt. Also das gilt zumindest für staatliche Universitäten, für die wenigen Privatuniversitäten, die wir in Deutschland haben. Da sieht das ja nochmal anders aus. Aber bei staatlichen Universitäten gibt es an sich keine Studiengebühren, sondern einen Semesterbeitrag oder Sozialbeitrag. Und zumindest da, wo ich herkomme, aus Nordrhein-Westfalen und wo ich auch meinen Bachelor gemacht habe, an der Ruhr-Uni Bochum, war das immer so um die 300 Euro pro Semester, Pi mal Daumen. Jetzt aktuell sind es wohl 333 Euro. Ich glaube, als ich angefangen habe zu studieren, waren es noch irgendwas mit 280 Euro. Aber der wichtige Punkt ist, dass es eben keine Studiengebühren sind, sondern es sind mehr oder weniger Verwaltungsgebühren, wo halt ein Teil geht für das Studentenparlament drauf, ein Teil geht für Kultur drauf und der größte Teil geht für das Ticket drauf, das Nahverkehrsticket, was man hat. Ich, wo ich halt in NRW studiert habe, hatte ein Ticket, womit ich in ganz NRW rumfahren konnte. Das kriegt man nirgendwo billiger. Also für 250 Euro pro halbes Jahr in Gesamt-NRW rumfahren können und alle Züge bis auf den ICE oder den Intercity nutzen können, alle Busse, alle Straßenbahnen, das ist schon ziemlich nett. Und da ist NRW vielleicht auch noch mit am besten dran, weil sich das auch ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Aber im Wesentlichen ist halt der wichtige Punkt an dem Semesterbeitrag, dass es eben keine Studiengebühren sind, sondern dass es was ist, was man halt zahlt, um diese ganzen anderen Services nutzen zu können. Hier in den Niederlanden ist das komplett anders. Hier ist das so, dass es hier tatsächlich Studiengebühren gibt. Und nämlich Studiengebühren im eigentlichen Sinne. Gebühren, die man einfach nur zahlt, um an der Uni studieren zu können, sich in Kurse einschreiben zu können und am Ende eine Urkunde zu bekommen, die einem aber nicht wirklich viele andere Vorteile bringen. In diesem Jahr betragen die Studiengebühren 2060 Euro pro Jahr. Vergleicht das mit den knapp 600 Euro pro Jahr in Deutschland. Daher wird euch schon mal ersichtlich, dass es sehr viel teurer ist. Es ist wirklich sehr viel teurer hier zu studieren als in Deutschland. Und das steigt auch wie in Deutschland immer weiter, nämlich im nächsten Jahr, das heißt im akademischen Jahr 2019-2020, werden die Studiengebühren 2083 Euro pro Jahr betragen. Und nun ist das so, dass diese Studiengebühren tatsächlich euch nicht viel anderes bringen, als dass ihr hier an der Uni eingeschrieben seid. Es ist nicht so, dass ihr dafür ein kostenloses Ticket bekommt. Für niederländische Studierende sieht das anders aus. Alleine wenn man einen niederländischen Pass hat, kann man relativ einfach einen Antrag ausfüllen und kriegt dann ein zinsloses Darlehen von der niederländischen Regierung. In Höhe von, lass mich überlegen, ich glaube, es sind maximal an die 700 Euro im Monat, die man bekommen kann. Und zusätzlich zu diesem monatlichen Geld, was man bekommt, was man halt benutzen kann, um seine, irgendwas zu bezahlen, zum Beispiel seine Studiengebühren, kriegt man auch ein Nahverkehrsticket. Allerdings muss man dann die Entscheidung treffen, ob man das am Wochenende oder unter der Woche nutzen will. Geht nicht beides. Das ist so, dass ihr, wenn ihr sagt, ich möchte es unter der Woche nutzen, könnt ihr das unter der Woche nutzen und dann am Wochenende müsst ihr zahlen. Ich glaube aber, dass ihr 40% Rabatt bekommt oder halt umgekehrt. Ihr könnt am Wochenende so viel reisen, wie ihr wollt, kostenlos und dann unter der Woche zahlt ihr Geld, aber 40% Rabatt. Die Sache ist, dass das eigentlich nur für niederländische Studierende gedacht ist und für deutsche Studierende kann man es beantragen, man muss aber noch zusätzliche Qualifikationen haben oder zusätzliche Sachen erfüllen. Zum Beispiel muss man mindestens 54 Stunden im Monat arbeiten, das ist zumindest mein letzter Stand, was neben einem Vollzeit-Master oder einem Vollzeit-Bachelor echt nicht zu unterschätzen ist. Das kann schon eine Nummer sein. Das Nette an den Studiengebühren ist, dass man sich das etwas einfacher machen kann. Man kann die Studiengebühren per Rate zahlen, das heißt 4 oder 5 Raten im Jahr und man zahlt dann, glaube ich, einmalig 14 Euro mehr in der ersten Rate und dann geht es halt immer so weiter, ein Fünftel, ein Fünftel, ein Fünftel, ein Fünftel der Gesamtsumme,
bis man dann halt für das ganze Jahr bezahlt hat. Und ich glaube, die erste Rate muss man meistens oder wird halt automatisch abgebucht vom Konto, also im September, und die letzte dann im Mai. Ändert sich auch mal ein bisschen, aber das ist eine Möglichkeit. Oder ihr könnt den zinsfreien Studiengebührenkredit beantragen, auch bei der niederländischen Regierung. Dann bekommt ihr pro Monat eben die Studiengebühren, also die 2060 oder bald 2083 € pro Jahr geteilt durch 12 als Monatsrate, und könnt das dann ansparen und davon eure Studiengebühren bezahlen. Das müsst ihr auch irgendwann zurückbezahlen. Allerdings, wie gesagt, ist es zinsfrei. Das heißt, das ist an sich schon ein sehr, sehr nettes Angebot. Aber auch mit diesen zwei netten Sachen, die ihr machen könnt, um euch das etwas einfacher zu machen mit der Zahlung von den Studiengebühren, müsst ihr trotzdem berücksichtigen, dass es sehr viel teurer ist als in Deutschland und dass ihr dafür zumindest, sagen wir mal, an so zusätzlichen Sachen wie kostenlosen Nahverkehrstickets einfach weniger von zurückbekommt. Dafür muss man sagen, ist es so, dass niederländische Universitäten hier sehr, sehr viel Geld in die Ausstattung der Gebäude investieren. Das heißt, ich hatte in Bochum solche Sachen wie, dass es einfach mal in der Klausur durch die Decke geregnet hat, weil also irgendwie da seit den 60ern steht das Gebäude und da irgendwie nie was dran gemacht wurde. Oder dass die gesamten Gebäude halt einfach ein bisschen schmuddelig aussehen und sehr verkommen und man das hier in der Regel nicht hat, weil einfach, naja, die Regierung oder die Universität hat halt Geld durch die Studiengebühren und kann das dann damit finanzieren. Auch finde ich, ist das zumindest das Programm, was ich mache, das Geld wert ist, weil man dafür sehr, sehr viel zurückbekommt. Man bekommt vor allem sehr viel Zeit von den Dozenten, die einem dann wirklich gerne weiterhelfen. Man bekommt sehr, sehr gute, sehr gute, sehr, sehr gute Bildung dafür zurück. Allerdings, wie gesagt, müsst ihr beachten, dass es sehr viel teurer ist als in Deutschland. Das heißt, legt euch vorher Geld zurück, wenn ihr hier hinkommen wollt, und beachtet, dass neben den Studiengebühren ist eigentlich alles teurer. Alles ist teurer. Das Wohnen ist teurer. Lebensmittel sind teurer, ihr müsst euch eure eigenen Versicherungen besorgen. Wenn ihr irgendwo mit dem Zug hinfahren wollt, müsst ihr dafür zahlen. Das heißt, es ist wirklich keine billige Angelegenheit, hier in den Niederlanden zu studieren, zumindest im Vergleich zu den allermeisten deutschen Städten, würde ich sagen. Und das liegt eben zum Teil an den Studiengebühren. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde gerne von euch wissen, habt ihr schon mal im Ausland studiert oder studiert ihr in den Niederlanden? Würdet ihr so viel Geld pro Jahr für Bildung ausgeben? Lasst es mich wissen, und wenn ihr Videovorschläge habt, was euch zum Beispiel an den Niederlanden interessieren würde oder was ihr noch nicht so wirklich versteht, was hier halt anders ist als in Deutschland, auch das schreibt es mir in die Kommentare. Bis bald!